So, nächste Instanz, Heart of the Cross. Deutsch, Herz des Cross. Dann wollen wir direkt losfliegen. Ich liebe diesen. Hier auf der linken Seite befindet sich die Chucks. Also was ich euch empfehlen kann ist, tretet auf jeden Fall in einen Public Chat bei. Am besten einen, den kann ich euch zeigen. Geht ihr auf Escape Online, Loom und sucht euch einen aus, der ziemlich viele User, Spieler, Mitspieler enthält. Und achtet ab und zu auf den Chat, weil es gibt Leute, die posten dann einfach, sobald sie ihre neue Keys haben, in den Chat und dann könnt ihr so deutlich euren Input an. An guten neuen Items erhöhen. Besserer Loot für automatisch zu besseren Waffen. Bessere Waffen, mehr Schaden. Genau dasselbe. Beste die Karte, die man mit hat. Das ist ein echter Schneeball-Effekt. Oder der Darren Hardy, wie schon gesagt, guck mal in der. Genauso wie mit gesunder Erregung. Fängt man an, sich gesund zu ernähren, hat man auf einmal mehr Energie. Fängt auf einmal, wow, fast der liebe Flieger. Fängt man auf einmal an zu trainieren, wenn man sich ein bisschen gut fühlt, wird weniger krank. Kann mehr arbeiten, mehr Geld verdienen. Trainiert man sich mal besser aus, kriegt ein besseres Selbstbewusstsein. Wenn man ein Kerl ist, läuft das dann auch mit den Mädels deutlich einfacher, wenn man gut aussieht. Und ja, man lebt ein deutlich besseres Leben. So, das war's auch mit der Instanz. Und ja, wie immer, Link in der Beschreibung. Abonniert den Channel, wenn ihr mehr von mir sehen möchtet. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt. Könnt mich im Spiel adden. Genau, was ich euch noch mitteilen will, ist, falls ihr irgendwelche Kollegen habt, die das Spiel auch, oder wenn ihr wollt, dass die auch das Spiel zocken sollen und die meinen, die haben zu wenig Geld. Bei Steam kostet das Spiel, glaube ich, 18 Euro. Wenn man sich einen Doppelkey holt, glaube ich, 17. Bei G2A kostet der Key mit einem Rabattcode, glaube ich, nur 5 Euro. Und ihr habt praktisch alle kompletten Gegenstände oder so, die ihr sonst bei einem normalen Key auch bekommen würdet. Unten, auch in der Beschreibung, ich glaube, das ist der erste Link, habt ihr den Link zu G2A.com und da könnt ihr euch das Spiel dann um ein Drittel günstiger holen, zwei Drittel günstiger holen. Alles klar, dann bis zum nächsten Video.